Pläne sehen vielversprechend aus. Aber ich habe mit John Rafferty gesprochen und es gibt ein paar Probleme bei der Umsetzung. Okay. Probleme? Hört sich nicht gut an. Nicht wirklich. Was? Superlegierungen in der Arktis. Das sind noch das letzte. Sie dachten, sie könnten ein... Willkommen. Okay. Kommen Sie rein, aber... Yes. Ja. Egal. So. Was willst du? Ja, hallo und so weiter. Nun sagen Sie mir schon... Bitte halten Sie sich dabei an unsere Richtlinie. Wir wussten, dass Sie sich der Sache annehmen würden. Angestellten Schneepflug auf einer beliebigen Insel. Ein Schneepflug. In der Arktis. Klingt mir nach einem Vorhaben, das eine Weile in Anspruch nehmen wird. Hust, hust. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, weiß ich. Ich komme noch dazu. Keine Sorge. Ganz bestimmt. Das ist eine sehr anfällige Technik. Sie dürften gar nicht hier sein. Ich bin nicht hier. Ich habe nur aufs Knöpfle gedrückt. Sie machen gute Arbeit. Lei Sheng ist der führende internationale Energieversorger. Kein Wunder, dass die Firma die Konkurrenz im Auge behält. Hier oben etwa? Nee, da? Nee, sehe ich nicht. Kommen Sie rein, aber... Ja, verdammt. Das wollte ich doch hören. Da. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich denke, Sie sollten wie folgt vorgehen. Was? So, Superlegierungen. Molybden und Alu. Alu produzieren wir doch. Produzieren wir doch noch. Neun im Überschuss. Wow. Und Molybden? Auch. Okay. Ich mache das jetzt erstmal so. Die Produktion läuft? Gut. Metall wie dieses kann neben dem Bau der Startrampe und der Shuttles für viele andere Dinge verwendet werden. Das braucht eine Menge Strom. Und eine Menge... Arbeitskraft, deswegen werde ich hier ein paar von diesen Systeme sind die halbe Miete. So.
Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Ich sag ja, eine Menge. So, aber das macht nichts. Ich habe ja noch... Quatsch. Ich will... Na, komm schon. Ich will dahin. Und dann dahin. Und das da hinsetzen. Und das Ding jetzt mit Schienen. Genau. Sehr klug. Straßen verbinden. Mann. So. Jetzt haben wir genügend von allem. Oder? Nein, nicht. 3 am Tag ersetzen den Doktor. Stimulanzien. Merkt euch das, Kinder. Immer schön Stimulanzien trinken. Essen. Ja. Wir sind mit Alu in den Miesen. Nach dieser Fabrik. Aber das sollte keinem... doch, das ist ein Problem. Weil... ich muss jetzt doch noch eine Aluminium bauen. Da hinten. Wie sieht's jetzt aus? Alles im grünen Bereich, bis auf die Stimulanz. Na gut, das kommt dann. Aber später. Den Angestellten fehlt Zugang zu Gemeinschaftsräumen. Wo denn? Ach, da oben! Sie dachten, Sie könnten ein... Ja, okay. Das kriege ich aber auch noch hin. Das ist ja jetzt nicht so wild. Aber... nee. Komm schon. Die Stadt. Ja, doch. Bleib da. So. Förderung. Die Stimulanzien kriege ich die eigentlich. Pharma-Labor, Tiefseekorallen, benötigt Küstenbauplätze. Das könnte ich doch theoretisch. Es ist teuer, natürlich. Und aber ich kann es bauen. Stimulanzien. Neue Baupläne verfügbar. 1:1. Schauen wir mal hierher. Ich habe leider wenig Zeit, Anthony Goodwin, Minister für panterrestrischen Handel. Es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihr Unternehmen jetzt auf dem Weltmarkt gelistet ist. Kommen Sie in mein Büro, dann besprechen wir die Details. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Komm rein und entspann dich. Oh. Erfolgsliste aktualisiert. Petrochemikalien. Petroleum und so Zeug, vermute ich.
müsste ich. Theoretisch zumindest. 4, 4. Dann bin ich bei 6. Das ist ein Fischer. Oh, tut mir leid, ich war in Gedanken. Gut. Wie kriege ich das weiter? Halten Sie sich im Hintergrund. Stufe 12, bevor ich mit dem reden kann. Alles klar. Diese Terroristen sind eine Gefahr und nicht nur für uns. Ah ja. Schauen wir mal. Coole Sache. Also, wir werden jetzt tatsächlich nochmal wieder in den Kampf ziehen müssen. Denn im Kampf tatsächlich kriegen wir deutlich mehr Materialien, als wenn wir uns hier einfach irgendwie umschauen. Dieser Bauplatz steht allein Ihnen zur Verfügung. Das ist mein Problem. Und wir brauchen noch einiges. Ja, diese. Na, meine Maus. Jetzt. Ich meine, was hier an Kissen rumschwirrt, das ist ja lächerlich. Ja, wir brauchen die hier. Es ist schon irre, ne? Irgendwo. Warum noch 6 davon? Hat der Kollege hier was? Ich habe von allem ein bisschen, verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Okay, pass auf. Wir werden nochmal dort vorbeischauen. Bringen Sie Ibarra, Foxcom, Waffendrohne. Okay. Zack. Und dann gehen wir zum Händler. Ist noch alles im grünen Bereich? Ja, ja. Der hat leider keine Petrochemikalien. Der hat Graphen. Ja. Iridium. Okay. Superlegierung. Gut. Aber? Ich weiß, was über mich erzählt wird. Aber sie kommen trotzdem alle zu mir. Diese Heuchler. Was? Wie ist der aktuelle Status? Es ist hier jemand hinter deinem Forschungsobjekt her. Das riecht verdächtig nach Usoyev. Okay, die Waffendrohne. Schritt 1 von 5, Projekt Glücksjäger. Zerstören Sie Konkurrentendrohne mit der Drohne. Drohnik. Koordinaten bestätigt. Roger. Aha. So einfach geht das also. Bestätigt. Zum Glück fahren wir ein bisschen schneller als Drohnen. Sind unterwegs. Die dritte war dann hier. Im Gange. Miau. Verstanden. Was brauchen wir noch? Sehen wir dann. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Lösung war beinahe optimal. Oh, diese Technologie ist unglaublich. Helfen Sie mir beim Praxistest? Okay. Bauen und teilen Sie Sicherheitsabteilung in Kabamba 3 von 3. Okay, erstellen Sie eine Transferroute von Superlegierungen. Das kriege ich hin. Arktis, Superlegierung von da nach da. Ja. Ja.
Ja, so ist es gut. Die Metalllieferungen kommen jetzt regelmäßig rein. Sehr gut. Schnelle Datenverarbeitung ist für Ihr Bodenpersonal äußerst wichtig. Gut, dass Sie mitgedacht haben. Ein Schritt näher zur Unsterblichkeit. Und ich rede nicht nur von dem Wundermittel, das Sie entwickelt haben. Sie werden in Ihren Taten weiterleben. Sehr cool. Sicherheitskontrollen sind in Ihrem Raumhafen äußerst wichtig. Erst recht, wenn man es mit Terroristen wie der Orbital Watch zu tun hat. Phase 3 ist in Reichweite. Aber es ist eine Mammutaufgabe, alle Teile Ihres Raumfahrtprogramms zu koordinieren. Sie werden einige Verantwortlichkeiten abgeben müssen, ob Sie wollen okay. oder nicht. Wenn Sie hier sind, wer kümmert sich dann um das Problem? Ja, jetzt wollen Sie alle was von mir. Okay. Sehr schön. Werben Sie Manager in einer Mäßigtregion an. 1 von 1. Erstellen Sie eine Transferroute, produzieren Sie Verjüngungskorn, bauen Sie Sicherheitsabteilungen. Ja, passt, ne? Kaufen Sie Waren vom Weltmarkt, nehmen Sie... Ach, der Weltmarkt, den gibt's ja auch. Wow. Das war, wenn ich hier draußen bin. Die Konferenz, geben Sie Ihre Stimme ab. Okay. Derzeit gibt es nichts, was Sie aufnehmen können. Sammeln Sie seltene Rohstoffe. Aha. Okay. Verwalten Sie Ihre Flotte. Docks, Auftragszentrale, Weltmarkt. Was haben wir denn hier? Okay, die bieten alles Mögliche an. Schade. Nicht das, was ich gerade brauche. Raumstation verbunden. Achso. Ich bin verbunden. Yay. Alles klar. Oh. Wie läuft? 5 Minuten noch. Wir brauchen weiter Stimulanzien, was mich jetzt weniger interessiert. Hey, seitdem du aufgetaucht bist, ist hier gut was los. Ich habe da ein paar gut bezahlte Aufträge für dich. Komm rein und chill eine Runde. Okay, geht klar. Ach, schade. Nur eine. So. Halten Sie naja, sich in Stufe 12 will der von mir sehen. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Okay, das war das. Ich glaube nicht, dass es gerade große Probleme gibt. Ach, du bist egal. Tatsächlich, du bist egal. So. So. Okay. Wir waren hier stehen geblieben bei den Stimulanzien, die wir nicht weiterbauen können, weil wir theoretisch dafür einen weiteren Küstenplatz beanspruchen müssen. Könnten wir eigentlich. Natürlich. So, ich mach das mal so. Zack, 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 zack. Bauoptionen erweitert. Okay, minus 2, jetzt müsste eigentlich. Das kriegen wir jetzt so nicht hin. Aber. Oh, aber hier. Na? So. Wir sind gerade mal bei 0,0. Prima. Kann ich helfen? Ach, jetzt kommt der nächste. Ohne Gemeinschaft. Theoretisch müsste es doch möglich sein. Ja. Wenn wir gerade mal hier das ziehen.
der zieht kurz um, dann kommt der dahin, dann ziehen die wieder zurück. Müsste doch reichen, oder? Nein, reicht nicht. Und wenn wir so. Nee, reicht auch nicht. So reicht es. Reicht es jetzt auch überall? Ich hoffe doch. Gut. Bleiben wir so. So sieht das echt gut aus. Okay. Der Ikuma-Gletscher. Achso. Der will von uns, dass wir entweder hier intervenieren, was wir nicht müssen, by the way. Also, man kann das ganze Spiel, bis auf die eine Mission ganz am Anfang, die man durchspielen muss, die man aber nicht verlieren kann, theoretisch, weil Johnny, nicht Cage, der andere Johnny, heilt einen immer relativ gut hoch. Ah, wie hieß er? John Ruff. Ich komme gerade nicht drauf. Ist ja auch egal. Bis auf diese eine Mission muss man keinen Kampf durchspielen. Das finde ich echt gut. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten. Glückwunsch. Großartig. Alles läuft nach Plan. Wow. Schon bald werden Sie die letzte Grenze überschreiten, wie man so sagt. Ich habe gehört, dass John Rafferty bereits die Pläne für die Startrampen überarbeitet. Folgen Sie seinen Anweisungen und setzen Sie die Pläne um. Ah. Wow, du sorgst für Aufsehen. Viele wichtige Leute hätten gern deine Unterstützung. Also diejenigen an den wirklich entscheidenden Stellen. Denk darüber nach. Manager, ich brauche 5000. Ja, machen Sie diesen irrationalen Trend nur mit, solange er andauert. Irrationaler Trend. So. Achtung, Unterversorgung. Schau an, wer da ist. Du machst Nick zu einem glücklichen Mann. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Kommt noch. Jetzt kann ich das bauen. Brückenbau begonnen. Ich hätte es nicht besser machen können. Herrlich. Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Pause empfohlen. Du hast deinen Laden gut im Griff. Schön für dich. Ungewöhnlich lange Spielzeit. Neue Baupläne verfügbar. Ich weiß nicht, was du meinst. Ein Treffen? Ich wüsste nicht, worüber wir reden sollen. Auch über dies und das. Danke. Die Ergebnisse sehen vielversprechend aus. Hi. Es ist etwas passiert und wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen. Haben Sie Interesse? Gut, was? Jetzt baue ich erstmal hier weiter. Ja? Geht noch nicht. Okay. Was mich ein bisschen stört, muss ich ehrlich echt mal sagen, ist, die Nahansicht ist genial, aber es fehlt in meinen Augen noch eine zusätzliche Stufe nach oben. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen stört. Gerade beim Raumhafen stelle ich das fest, weil der ist schon recht groß. Aber, ja, und hier, es ist, okay, aber. Ich drehe, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der Vorgänger konnte weiter rauszoomen. Brückenbau kann ausgeführt werden. Coole Sache, den will ich abschließen. Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Geil. Gute Wahl. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Hier muss ich tatsächlich eine... ich glaube, die Straße muss ich tatsächlich ranführen. Vorher könnte ich hier zum Beispiel nichts dran setzen. Oder, also... soll heißen, kann ich hier nichts aufbauen. Was ich hier jetzt nicht muss, ja... auf dem Zwischending, Zwischenatoll zumindest. Aber es ist schon gut, dass da noch ein Küstenbauplatz ist. Als Beispiel. Nur als Beispiel. Ich sag ja, ich wollte eigentlich noch die Dings irgendwann umziehen. Mal gucken.
Ist halt alles nicht so einfach. So. Werben Sie Manager, produzieren Sie Luxuskost, verbessern Sie Ihren Raumhafen mit einer Startrampe. Warum dauert das so lange? Ja! Was das darf, so viel steht fest. Befestigen Sie es sicher. Okay, das war's von unserer Seite. Jetzt müssen wir die Startrampe nur noch einweihen. Sie haben den Mann gehört. Die Systeme sind bereit und die Shuttles in Position. Starten Sie den Countdown. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Roger. Raumhafenerweiterung genehmigt. So, Leute. Einfach rumfahren und auf Leute schießen. Denen liefern wir einen Kampf. Das war wirklich sehr gut. Die Analyse ist hervorragend. Oh, diese Technologie ist unglaublich. Helfen Sie mir beim Praxistest? Halten Sie Arbeitskraft, ja, das kriege ich. Okay, ach, ich spiele schon wieder viel zu lange hier. Wow. alles gut, ich lebe noch. Okay, nee, das mach ich noch. Den einen Punkt. Schau mal, wie er... Möchten Sie hereinkommen? Yes, er kann. Also. Es ist herrlich. Ich freue mich einen Ast. So, das verbinde ich noch geschwind. Ob ich es auch oder nicht. Halten Sie uns den Platz während unserer Umstrukturierung warm, ja? Die Firmenaktien steigen. Hey. Petrochemikalien. Oh, ich krieg Petrochemikalien. Okay. Angestellte ansiedeln. Halten Sie die Produktion in einem Fabrikmenü an, um die Anleitungskosten dieser Fabrik zu reduzieren. Oder wenn nicht pausiert werden, das plötzlich diese mit Vorsicht. Boah. Mangelverwaltung. Fabriken pausieren ist eine gute Möglichkeit, zwischenzeitliche Engpässe zu überbrücken. Ich habe keinen Engpass an. So gesehen. Ja. Luxuskost ist das nächste, was wir brauchen. Monument schließen Sie den globalen Raumhafen werde ich jetzt erstmal bauen. Fertigstellen. 5. 4. 3. Und ich glaube. 2. Mit diesem beeindruckenden. Ready von. Take off. Yeah, alles erfolgreich. Mit diesen beeindruckenden Bildern verabschiede ich mich für heute. Die Aufnahmesession ist jetzt schon wieder über 2 Stunden lang. Ach du Scheiße. Okay. Oh, wie ist das genial. Seht euch das an. Wir sind gelandet. Auf einem Mond. Ein historischer Moment. Ja. Die ganze Welt schaut zu Ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor ihnen. Ihre Kolonisten erwarten ihre Befehle. Sie tragen eine große Verantwortung. Ja, das tun wir. Upgrade erfolgreich. Und meine lieben Leute, damit verlasse ich euch für heute. Wir schauen uns nochmal was an, was wir gerade so erreichen. Wir brauchen hier Luxuskost, da Luxuskost. Wir brauchen da Gemeinschaft. Immer noch Gemeinschaftsversorgung 94%. Wir können da einen neuen Mondsektor erkunden. Wir müssen hier noch intervenieren. Das machen wir morgen vermutlich. Wir haben noch so viel zu tun. Dieses Spiel ist genial. Ja. Das war's für heute. Wir sehen uns. Arrivederci. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Du gehst mal bitte runter, dann spare ich nämlich ein bisschen Munition und du bitte auch. Komm, geh da runter. Ja, sei ein feiner Vortikon. Sei ein feiner Vortikon. Gehst du da runter? Ja, fein.
Guter Vortikon. Geh noch ein Stück nach links. Ja, komm. Geh noch rein tiefer. Ja, fein. Gut machst du das.